Hallo liebe Freunde der digitalen Unterhaltung und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Kennt ihr das auch? Eure Bevölkerung ist extremen Schwankungen unterworfen. Mal habt ihr ganz viele Arbeiter, Ingenieure, Investoren, was auch immer. Und im nächsten Moment nimmt die Zahl auf einmal rapide ab und somit wird auch eure Bilanz immer, immer schlechter. Wie ihr das in den Griff bekommt, mit Hilfe der Statistiken in Anno 1800 und wie euch diese Statistiken sonst noch helfen können, wie die funktionieren, das schauen wir uns in diesem Video an. So, ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute am Sonntag hier zu einem weiteren gemütlichen Anno 1800 Tutorial hier auf meinem Kanal Heinz Gaming. Und heute wollen wir uns um das große Thema der Produktionsstatistiken kümmern. Da habt ihr mir ja in die Kommentare geschrieben, dass euch das brennend interessieren würde und dass da ein einfach verständliches Tutorial etwas wäre, was euch Freude machen würde und euch weiterhelfen könnte. Und natürlich, das machen wir heute. Statistiken, ja, da gibt es ja ein sehr breites Feld. Wir werden uns heute exklusiv die Produktionsstatistiken angucken, weil das in meinen Augen der wichtigste Punkt erstmal ist, mit dem man sich da beschäftigen sollte. Zu allen anderen Statistiken, Bevölkerung, Finanzen, Items etc. mache ich dann vielleicht nochmal ein extra Video. Ich muss gestehen, dass auch ich nicht von Anfang an, seit es die Statistiken gibt, das ist ja ein nachträglicher Patch gewesen, der kam glaube ich im Dezember letzten Jahres oder so raus, dass ich mich da auch nicht von Anfang an mit beschäftigt habe, sondern ich habe das auf andere Art und Weise gemacht. Ich habe immer hier auf mein Konto geklickt am Anfang und da seht ihr ja alle Waren, die ihr so in eurem Zirkus hier habt, ja, auf der Insel. Und da sieht man dann hier immer so kleine Dreiecke, ja, da gibt es einmal rote Dreiecke, wenn der Warenbestand entsprechend sinkt. Es gibt diese blauen Dreiecke, die anzeigen, dass der Warenbestand relativ stabil ist. Und es gibt auch grüne Dreiecke, die zeigen, dass ihr euch im Moment in einer Überproduktion befindet und der Warenbestand somit steigt. Und das hat mir am Anfang irgendwie immer so gereicht, weil ich mit den Statistiken auch selber gar nicht so richtig was anfangen konnte. Tatsächlich hilft das aber nur begrenzt. Denn es geht ja darum, wenn also eure Bevölkerung einen Mangel hat, ja, also irgendetwas gerade nicht vollends gedeckt ist. Ich gucke hier mal gerade, naja gut, immer noch alles relativ gut bei mir jetzt gerade hier ausgefüllt. Dann müsst ihr ja wissen, wie groß ist dieser Mangel denn, und da hilft es nicht nur zu sehen, okay, der Warenbestand nimmt im Moment ab, das kann ja auch andere Gründe haben. Fangen wir also an mit den Statistiken. Wie kommt ihr in dieses Statistikmenü überhaupt rein? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die erste wäre zum Beispiel, ihr klickt einfach auf das Gebäude, auf das Produktionsgebäude, um das es euch geht. Sagen wir mal, wir hätten jetzt zu wenig Schnaps, dann klicke ich hier auf eine meiner Schnapsbrennereien. Und dann gibt es hier unten rechts den Button Statistiken. Und wenn ich da drauf drücke, komme ich direkt in die Produktionsstatistik. Eben nur für Schnaps. Da ist also automatisch hier so ein Filter dann schon direkt drin. Und den kann ich dann, wenn ich hier auf das X drücke, auf Abbrechen, kann ich den löschen. Und dann bin ich in der gesamten Statistik meiner Insel angekommen. So, welche Möglichkeiten gibt es noch? Ihr könnt hier oben auf die Bilanz klicken und kommt dann ins Finanzstatistikmenü. Das gleiche funktioniert auch, wenn ihr auf die Bevölkerung klickt, dann kommt ihr ins Bevölkerungsstatistikmenü und könnt dann ja theoretisch zur Produktion umschalten. Der einfachste und der Weg, den ich immer nutze, ist allerdings einfach einen Shortcut zu benutzen, wenn man eben sich mit den Statistiken gerade nochmal vertraut machen will. Und da drückt ihr einfach STRG, also STRG und die Taste Q und zack, schon seid ihr in eurem Produktionsstatistikmenü. Schauen wir uns das jetzt an, was gibt's denn hier alles? Ihr habt auf der einen Seite hier oben links die Möglichkeit, euch die Statistiken von einzelnen Inseln in der alten Welt und auch in der neuen Welt und natürlich, wenn ihr in Kap Trelawney seid und wenn ihr in der Antarktis seid und demnächst im Land der Löwen seid, auch dort einzelne Inseln nur die Statistiken anzuschauen. Wir wollen uns jetzt aber alle Inseln anschauen, das ist in der Regel auch das Sinnvollste, da ihr ja nicht alle Rohstoffe nur auf einer Insel produziert und demnach da nachschauen könnt. Wir klicken also auf alle Inseln und kommen in das Produktionsmenü für alle Inseln und haben dann hier in der Mitte also so ein Fenster mit Balken und diversen Zahlen und rechts hier so ein paar Graphen. Die Graphen wollen wir mal ein bisschen ans Ende schieben, die sind in meinen Augen nicht ganz so wichtig, aber ganz interessant zu sehen. Wir wollen uns aber erstmal um diesen mittleren Teil hier kümmern und schauen, was es damit auf sich hat. Und zwar gibt es hier in der Mitte für jede Ware, egal ob das ein Grundrohstoff ist oder eine Weiterverarbeitung, gibt für jede Ware in eurem Spielstand hier eine eigene Zeile mit Balkendiagrammen und entsprechenden Kennzahlen. Und um das Ganze zu verstehen, weil im ersten Moment sieht das ja super verwirrend aus und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele von euch das gar nicht so gerne nutzen, weil sie das nicht richtig durchblicken. Das ändern wir jetzt heute. Gehen wir das Ganze mal am Beispiel Wolle, Arbeitskleidung so ein bisschen durch. Ich habe das hier schon mal ausgewählt und das, was für meine Augen am wichtigsten ist, sind diese beiden Balkendiagramme hier vorne, weil da könnt ihr ablesen, was ihr zur Verbesserung eurer Situation
und dieser Produktion tun müsst. Und zwar gibt es immer einen blauen Balken, das ist der sogenannte Nachfragebalken, und einen grünen Balken, das ist der sogenannte Produktions- oder hier Versorgungsbalken genannt. Und es sollte grundsätzlich mal so sein, dass der grüne Balken, ja, also die beiden Zahlen der grünen Balken, sollten immer gleich denen der blauen sein oder sogar höher, weil dann läuft eure Produktion rund und dann braucht ihr euch eigentlich erstmal um nichts kümmern. Ist das nicht der Fall, haben wir da eine Unterversorgung bzw. ein Problem. Aber jetzt nochmal im Detail das Ganze. Der blaue Balken bedeutet also, Nachfrage, 24 die erste Zahl, bedeutet, dass jetzt aktuell in diesem Moment, jetzt ist es bei 26, aktuell in diesem Moment werden 26 Tonnen Wolle pro Minute benötigt. Benötigt von wem? Naja, von den weiterverarbeitenden Industrien, wie jetzt in diesem Fall den Webereien, die ja Arbeitskleidung aus der Wolle machen wollen, und aber auch vom Tuchmacher, der ja Segel für unsere Schiffsproduktion herstellen möchte. Das sind also die beiden, die das im Moment nachfragen. Warum 26? Dann steht dahinter, hinter diesem Schrägstrich, noch eine 30. Diese 30 wäre der Maximalwert. Ja? Also wenn alle weiterverarbeitenden Industrien im Moment voll ausgelastet arbeiten, dann wären wir bei 30. Das heißt also, irgendwas können wir sehen, arbeitet im Moment nicht richtig, weil wir nur auf 26 kommen. Und das können wir auch ganz schnell checken. Denn hier unten der Tuchmacher, sehen wir schon, der produziert im Moment 0 von 4 möglichen Segeln. Und das hat was damit zu tun, dass mein Lager einfach voll ist, deswegen produziert er nichts mehr. Jetzt haben wir auch schon über den grünen Balken so ein bisschen gesprochen, denn das wäre die aktuelle Produktion. Die erste Zahl ist also das, was just in diesem Moment jetzt gerade produziert wird, 30 Wolle. Und das ist auch das Maximum von 30 möglichen Wollproduktionen oder Wollstücken, die im Moment produziert werden können. Jetzt sind es nur noch 28. Warum schwankt das? Warum ist also auch bei dem grünen Balken manchmal weniger Produktion aktuell da, als maximal möglich wäre? Das kann zum Beispiel was damit zu tun haben, dass eure Laderampen an dem naheliegenden Warenhaus total überfüllt sind und dass entsprechend die Weber oder eben die Schäfer da mit ihren Karren stehen und warten müssen, bevor sie End- oder B-laden können, und dann verzögert sich das Ganze und in der Zeit kann nichts mehr produziert werden. Deswegen ist da immer so eine kleine natürliche Schwankung drin. Das ist auch das Interessante. Ihr solltet also gerade den grünen Balken beispielsweise im Auge behalten, wenn da die derzeitige Zahl, ja, also die aktuelle Produktion, wesentlich niedriger ist als die maximal mögliche, dann sollten bei euch da die Alarmglocken klingeln, denn dann solltet ihr die Produktion in irgendeiner Form optimieren, sprich die Wege verkürzen oder neue Laderampen bauen oder vielleicht nochmal ein neues Lagerhaus bauen, um das entsprechend zu verbessern. Naja, warum ist vielleicht manchmal, wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal bei der Arbeitskleidung gucken, der blaue Balken nicht ganz ausgefüllt? Es kann zum Beispiel sein, dass dann auf einmal statt 18 möglicher nachgefragter Arbeitskleidungen nur noch 10 nachgefragt werden. Das wäre dann ein Indiz dafür, dass eure Bevölkerung rapide gerade gesunken ist und dass dadurch eben weniger der Ware nachgefragt wird, als wenn jetzt die Häuser alle voll bewohnt wären. So, wem das bis hierhin jetzt alles ein bisschen zu theoretisch war, für den machen wir das jetzt nochmal praktisch. Dazu gehen wir ganz schnell in unser Menü hier, in unser Statistikmenü, alle Inseln, und sehen, die Nachfrage ist nach wie vor bei 26 Wolle pro Minute, 26 Tonnen, und wir produzieren im Moment 30 von maximal 30 möglichen. Das merken wir uns mal, und was wir jetzt machen ist, wir bauen eine zusätzliche Schäferei hierhin. Irgendwo hier einfach mal dran geklatscht, gehen direkt wieder in unser Statistikmenü, alle Inseln, und sehen, wir können jetzt nicht mehr nur noch 30 Tonnen Wolle pro Minute produzieren, sondern 32, eben durch diese zusätzliche Schäferei. Der Maximalwert hat sich erhöht und weil diese Schäferei auch schon angefangen hat zu arbeiten, wird dementsprechend hier auch schon 32 angezeigt. Warum 32? Also es ist ja jetzt um 2 Tonnen Wolle angestiegen. Das ist relativ schnell erklärt, denn eine Schäferei, wie wir hier nochmal sehen können, produziert ja alle 30 Sekunden eine Tonne Wolle, also dementsprechend in einer Minute dann 2. Und somit könnt ihr mit einer zusätzlichen Schäferei das Ganze um 2 steigern. Ich glaube, jetzt wird der Einfluss auf diese Balken so ein klein bisschen klarer. So, also nochmal die Zusammenfassung im Schnelldurchlauf. Blau ist der Nachfragebalken. Da steht das, was ihr von der jeweiligen Ware benötigt. In diesem Falle bei Wolle jetzt 26 Stück. Grün ist der Produktionsbalken. Ihr produziert 30. Und dementsprechend machen wir im Moment 4 Tonnen Wolle mehr, als das benötigt wäre und ihr das im Moment braucht. Und damit kommen wir auch zur ersten Kennziffer hier hinten. Wenn wir die Maus da mal drauf haben, sehen wir hier dann dementsprechend den kombinierten Wert aus Nachfrage bzw. Versorgung, Tonne pro Minute. Und der beträgt jetzt hier bei uns auch genau 4, weil eben die Differenz zwischen Nachfrage und der Produktion positiv ist. Wir haben eine Überproduktion von 4 Tonnen Wolle pro Minute.
pro Minute. Man kann beispielsweise bei den Ziegelsteinen sehen, ja, hier werden im Moment 3 nachgefragt, aber nur 2 produziert. Dementsprechend ist der Wert minus 1. Und das bedeutet, dass ihr diese Kennziffer hier schön nutzen könnt, um einfach einen ganz, ganz schnellen Überblick beim Scrollen zu bekommen. Ihr scrollt hier runter und seht, halt, stopp, eine negative Zahl, minus 5. Ich habe also nur 17 Stahl in der Produktion im Moment, beziehungsweise 17 werden nachgefragt und ich habe nur 8 in der Produktion, dementsprechend ein Wert von minus 9. Da müssen die Alarmglocken klingeln, da muss ich mich jetzt mal kümmern. Woran liegt das vielleicht? Muss ich eventuell neue Stahlwerke bauen? Das wäre jetzt hier nicht der Fall, weil wir sehen ja, dass 24 der Maximalwert der Produktion ist. 19 können aber nur maximal nachgefragt werden. Aber es werden derzeit eben nur 8 bzw. jetzt 12 produziert und da sollte man jetzt mal nachschauen, hey, woran liegt das? Fehlt mir vielleicht irgendwie eine der Waren? Und das kann man jetzt hier oben schön sehen. Ja, 20 Kohle werden nachgefragt für das Stahlwerk, 14 produziere ich aber nur. Okay, das ist der Grund, warum im Moment meine Stahlproduktion vielleicht ein bisschen stockt. Gucken wir uns die nächste Kennziffer hier an, und zwar die sogenannte Produktivitätskennziffer. Da sehen wir hier die Produktionszahlen. 67% ist derzeit oder 68% jetzt der durchschnittliche Produktionswert aller meiner Holzproduktionen. So, warum ist der nicht bei 100? Ganz einfach, mein Lager ist wieder voll. Das gleiche bei den Brettern, das gleiche bei den Fischern und so weiter. Wir sehen hier, bei der Wolle ist der maximale Produktionswert sogar 155%. Das hat was damit zu tun, dass ich Handelskammern mit Waren da einsetze, um meine Produktion zu steigern. Und außerdem haben die auch Silos aus dem Reiche Ernte DLC und können dementsprechend mehr produzieren, weil sie Getreide geliefert bekommen. Wenn wir das mal durchgehen, hier 200% bei den Schweinen, auch dasselbe mit Silos, dementsprechend gesteigert die Produktion. Guck mal gerade weiter, was wir sonst noch so haben. Nur 50% hier beim Quarzsand, auch wieder das Lager voll. Das sind dann alles so Sachen, die man anhand dieser Produktionskennziffer sehen kann. Ja, und die letzte Kennziffer ist hier hinten die Profit- bzw. Bilanzkennziffer. Und da sieht man genau, welche Produktion uns wie viel Geld kostet. Ja, also die Holzproduktion beispielsweise kostet mich 100 Gold pro Minute. Bretterproduktion 60, das heißt also, ich kann sagen, um Bretter herzustellen, muss ich 160 Gold pro Minute im Moment bezahlen. Die Fischproduktion, die bringt hingegen Geld, nämlich 309, und das ist dann immer das Geld, was uns durch Steuereinnahmen bzw. Verkaufseinnahmen der Bevölkerung dieser Ware bringt. Ja, das heißt also, die Bevölkerung kauft im Moment Fisch im Wert von 309. Das ist auch der Grund, warum ihr bei so Grundrohstoffen wie beispielsweise der Kartoffel, die ja nicht verkauft wird auf dem Marktplatz, die also eure Bevölkerung nicht direkt konsumiert, immer negative Zahlen hier bei der Bilanzkennziffer habt, dann aber beim Schnaps, der ja wiederum verkauft wird, positive Zahlen habt, denn der bringt ja dann entsprechend die Einnahmen. Das heißt, ihr könntet jetzt, wenn ihr so eine kombinierte Zahl davon haben wolltet, bei der Schnapsproduktion beispielsweise sagen, wir nehmen jetzt mal, das schwankt hier sehr stark, seht ihr, die 800, also sagen wir mal, wir verdienen durch die Bevölkerung 800 Gold pro Minute, 100 müssen wir noch für die Kartoffelproduktion aufwenden, dann ziehen wir die davon ab, also kommt da auf ungefähr 700, die diese Produktion euch einbringt. Und das kann ich mir dann hier auch für jede einzelne Produktion immer anschauen. Man sieht also hier zum Beispiel die Fleischkonserven, ne, die bringen natürlich ein bisschen mehr Geld dann 2140, und das kann dann später beispielsweise, ich nehme jetzt mal die Dampfwagen, die ja eins der letzten Bedürfnisse derzeit noch sind, da habe ich in meinem anderen Spielstand, wo ich jetzt schon über 200 Stunden spiele, dann auch schon mal Profit von knappen, ich glaube 85.000 oder so, die dann die Dampfwagen den Kauf der Bevölkerung einbringen. So, kommen wir jetzt doch ganz kurz noch zu diesem rechten Bereich hier, wo wir diese Graphen sehen. Wenn ich meine Wolle wieder auswähle, wir haben uns das ja anhand der Wollproduktion alles angeschaut, wird hier einfach im Zeitverlauf für die vergangenen, naja, hier haben wir zum Beispiel die vergangenen 92 Minuten, 62, 32, also alle halbe Stunde wird hier so ein Graph, sag ich mal, angezeigt. Da können wir jetzt einfach sehen, wie sich das im Verlauf der Zeit verhalten hat. Die blaue Kurve ist die Nachfragekurve, grüne Kurve die Produktionskurve. Und dann sieht man eben, dass die Produktion bei mir schon relativ schwankend ist. Das sollte ich dann, wie gesagt, nochmal checken, woran das liegt. Und die Nachfrage dementsprechend aber auch. Man kann die einzeln ein- und ausschalten hier. Im Moment ist alles okay. Die Wollproduktion ist höher als die Nachfrage. Kann ich mich also eventuell ein bisschen zurücklehnen. Ich sollte das aber im Auge behalten. Ganz schön finde ich, wenn man jetzt auf die Arbeitskleidung guckt, dann wird da dementsprechend auch das Gleiche angezeigt. Hier sieht man jetzt sehr schön, dass eigentlich die Versorgung der Bevölkerung sehr, sehr sichergestellt ist. Die Nachfragekurve lag in den letzten Zeit hier zu jedem Zeitpunkt unterhalb der Produktionskurve, der Angebotskurve, und dementsprechend hat zumindest die Bevölkerung kein Problem in dem Sinne, dass sie einen Arbeitskleidungsmangel vorfinden würde.
Was ich toll finde jetzt hier ist, dass man eben auch den Grundrohstoff, der zur Produktion dieser Ware Arbeitskleidung nötig ist, das ist ja die Wolle, dass man den hier auch einblenden kann mit so einer gestrichelten Linie, um das eben auch nochmal ins Verhältnis setzen zu können. Und bei aufwendigeren Produktionsprozessen wie beispielsweise Brot hier, kann man dann eben auch alle Vorprodukte sehen, also eben nicht jetzt nur die Nachfrage- und Angebotskurve der Brotproduktion, sondern ich kann auch das Mehl hier noch einblenden lassen als Vorproduktionsgut und sogar noch den Grundrohstoff Getreide. Ja, auch in diesem Graphenmenü hier drüben gibt es aber noch einen zweiten Reiter neben dem Produktionsverlauf, nämlich die sogenannte Produktion. Und wenn wir da mal draufklicken, dann bekomme ich jetzt hier eine Übersicht aller Schäfereien, die ich in allen Inseln, je nachdem, was ich hier drüben ausgewählt habe, besitze. Ja, und man sieht jetzt zum Beispiel hier die erste. Wenn ich da draufklicke, komme ich direkt zu dieser Schäferei und kann mir die entsprechend angucken. Wir wollen aber zurück hier ins Menü. Gucken uns das nochmal an. Nein, alle Inseln, Schäfereien. Und kann jetzt hier auf der einen Seite sehen, die aktuelle Produktivität der einzelnen Gebäude. Ja, hier gibt es welche mit höherer Produktivität, eben aufgrund von Silos oder Items dementsprechend oder irgendwelchen Spezialisten. Ich kann mir aber auch angucken, die Effekte. Naja, klar. Ne? Also wenn ich keine Items oder Spezialisten einsetze, dann habe ich 0% Bonus. Man könnte also diesen zweiten Wert Effekte auch Bonusproduktivität zum Beispiel nennen. Und der Bonus hier bei der Isla YouTube Tutorial Schäferei, der ist zum Beispiel 109%. Hier wäre er gerade auch 109, 109, 109. Ja, das kann ich mir dann angucken. Und die Basisproduktivität, die ist dementsprechend bei allen 100. Also wenn ich diese beiden hinteren Werte addiere, komme ich hier auf die aktuelle Produktivität. Und ganz hinten kann ich noch sehen, wie viele Arbeitskräfte die Einzelnen brauchen. Hier unten seht ihr, die brauchen irgendwie nur 6. Das liegt eben auch daran, dass ich dann ein entsprechendes Item habe, was dann weniger Arbeitskraft fordert, um die gleiche Produktivität von 100% zu erreichen. Ja, ich hoffe, euch hat das jetzt ein bisschen weitergeholfen und ihr könnt jetzt mit den Statistiken etwas mehr anfangen. Wenn das nicht der Fall sein sollte und ihr sagt, nee, das habe ich wieder nicht verstanden, was der mir da erklärt hat, ich habe da immer noch Fragen, dann schreibt mir das alles in die Kommentare rein, sowohl Verbesserungsvorschläge fürs Video als auch Fragen noch zu den Statistiken der Produktion. Da gehe ich auf jeden Fall drauf ein und gebe euch eine Rückmeldung bzw. versuche das nochmal besser zu erklären. Wenn es euch aber gefallen haben sollte und ihr ein bisschen die Scheu vor den Statistiken verloren habt und die es in Zukunft auf jeden Fall nutzen wollt und könnt, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben für mein Video da, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Somit bleibt mir nicht mehr, als euch einen schönen Restsonntag zu wünschen und denkt dran, nur noch 4-mal schlafen, dann geht's ab ins Land der Löwen, unsere nächste große Expedition mit dem letzten großen Anno-DLC. Ich freue mich drauf, macht's gut, bis dahin, euer Heinz.